Der dritte Samstag im September wird immer schon blockiert. Ich bin froh, dass es bei dem Termin geblieben ist, sonst hätte man ein Problem gehabt. Aber ich nehme mein Recht als Staatsbürger in Anspruch, für eine Personengruppe das Wort zu erheben, das selber das Wort noch nicht ergreifen kann. Das sind die Ungeborenen, die vom Grundgesetz genauso geschützt werden wie die Geborenen. Und deswegen bin ich hier. Was bedeutet für Sie Lebensschutz, Herr Bischof? Lebensschutz heißt, die Würde einer menschlichen Person in all ihren Phasen, unabhängig von ihrer ökonomischen, ästhetischen oder sonst wie Qualifizierung, hochzuhalten. Und es ist nicht nur mein persönliches Recht, sondern es ist auch die Pflicht als Christ, hier auch meine Position öffentlich darzustellen. Im Übrigen ist der Marsch für das Leben einer ganz wenigen Gelegenheiten, wo wir auch als Kirche gesellschaftspolitisch auftreten können und die Art und Weise, wie uns hier auch immer wieder Gegenwind ins Gesicht bläst, zeigt mir jedenfalls, dass wir etwas Wichtiges zu sagen haben. Warum sollte sich denn jeder Christ für den Lebensschutz einsetzen? Jeder Staatsbürger sollte sich einsetzen, weil das die Basis ist für unser Zusammenleben, dass jede Person ein Zweck an sich selbst ist und nicht für etwas anderes geopfert werden darf. Und als Christen haben wir eine zusätzliche Erkenntnisquelle und eine zusätzliche Motivation. Aber ich plädiere immer sehr stark dafür, das nicht in eine religiöse Sonderwelt abzudrängen, sondern es ist Aufgabe und Pflicht jedes Staatsbürgers. Vielen herzlichen Dank. Gerne.